Servus Leute, willkommen zu Casino Background Hands 3. Orientierung, wo waren wir? Ach ja, wir wollten erkunden, genau. Karte, 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 Karte. Karte. Jetzt wollte ich wieder Plus drücken für Menü. Vornis, Übersicht. Hier gab es noch Fragezeichen. Hier gibt es direkt eine Fragezeichen ums Eck rum. Gehen wir einfach mal dahin, oder? Weil wenn es in der Nähe ist, why not? Das wäre der Weg hier unten. Kann sagen, warum höre ich doppelt? Fernseher mal noch an. Was soll denn jetzt der Quatsch? Ach, warte, das waren Level 40 Viecher, ne? Jo, das war, glaube ich, Level 40. Ist wohl da nach unten. Ich glaube, das war noch ein bisschen viel für uns. 39, soll ich, sollte ich das, wäre das eine gute? Ich glaube. Ich glaube nicht. Ich meine, der Einzigartige ist halt ein Problem, ne? Die drehen halt richtig auf, die Kollegen. Wir holen uns noch ein paar Level. Wir holen uns noch ein paar Level, bevor wir das machen. Wir merken uns das mal in der Nähe von der Mine. Und ansonsten, da ist noch was. Da unten. Da ist ein Fragezeichen. Weg. Ah! Oh, die beiden. Komm schon, Bam Bam. Nein, will nicht. Bam Bam hat Angst. Du warst es doch, den dieses Geräusch so aus der Fassung gebracht hat. Dorin hat aber als erster bemerkt. Was macht ihr hier wieder für einen Unsinn? Auch ihr seid es. Ihr kommt genau richtig. Seit einiger Zeit ist ja dieses schreckliche Geräusch. Ist wirklich fürchterlich schlimm. Da ging Popöchen justament auf Grundeis. Und jetzt überlegen wir, ob wir auch mal nachsehen sollten, wer oder was das verursacht. Ach ja, ihr überlegt. Sah mir eher nach Gezanke aus. Naja, wenn das was Schlimmes ist, wäre das doch wirklich, schlimm. Fürchterlich schlimm, so kann friedvoll freie Reise nicht weitergehen. Es ist wirklich eine Tragödie. Dieses Geräusch gefährdet unsere ganze Philosophie, unsere Lebensweise. Schreckliches Schicksal ist schrecklich. Bam Bam wollte doch noch so viel von Welt sehen. Ihr redet ein Zeug zusammen. Also, wenn das so ein Riesenproblem für euch ist, könnten wir einfach mal mitgehen, wenn ihr nachguckt, oder? Wirklich? Freunde, so freundlich? So lange kann es ja nicht dauern, einfach nur den Grund für dieses Geräusch herauszufinden. Ja, wir sind gerettet. Ihr seid unsere Helden. Bam Bam ist hin und weg. Freunde sind echt abgebrühte Reiseprofis. Worauf warten wir noch? Gehen wir in Richtung, aus der das Geräusch zu hören ist. Nebenquest: Angst vor dem Unbekannten. Normale Mission. Keine Heldenmission, das wäre auch ein Oh, bisschen so that's how übertrieben. they're doing. Oh nee, sag mir aber nicht, dass ich gegen das Level 40 Viech kämpfen muss. Das willst du mir jetzt nicht erzählen. Ich war da auch irgendwo. Freunde, ich leg mich mal nicht mit euch an, ich will hier nur rauf und rausfinden, was hier so einen komischen Krach macht. Ei Gude. Das ist eine Kiste. Das Ding also den Lärm verursacht? Das ist ein abgeworfener Nachschubcontainer. Abwurf ging wohl mächtig in Hose. Container ist kaputt und macht jetzt Alarmlärm. Puh, so eine simple Erklärung gab es dafür also am Ende. Sieht aus, als hätten wir uns ganz umsonst Sorgen gemacht. Das Geräusch ist aber echt nervtötend. Wir sollten das Ding zum Schweigen bringen. Ich versuch's mal, wartet kurz. Wenn man das hier so drückt und dann. Bumm! Ups. An die Ladung von dem Container kommt aber nicht, was? Nu, nu, nu. Schaden scheint nicht schlimm zu sein. Mit bisschen Reparatur müsste klappen.
Ja, wir bräuchten nur ein paar Ersatzteile. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ich hab's befürchtet. Wenn ihr wollt, dass wir das Zeug für euch anschleppen, dann sagt's gefälligst. Bitte schleppt das Zeug für uns an. Bitte, bitte anschleppen. Wir brauchen gedämpfte Triebwerke. So etwas sollte man auf dem alten Schlachtfeld von Kana finden können. Hoffe ich. Ich hab ja auch sonst nichts zu tun. Ah gut, ich hab's schon. Das macht's einfacher. Glück gehabt. Wir haben die Ersatzteile, die ihr haben wolltet. Aber reicht das wirklich, das Ding zu reparieren? Klar, das kriegen wir im Handumdrehen hin. Ihr werdet staunen, was die Instandsetzungseinheit so alles... Oh oh, jetzt hat Geräusch auch ein Monster angelockt. Kann man dir helfen, Kollege? Ihr beiden scheint derartige Kalamitäten förmlich anzuziehen. Nun ja, in diesem Fall können sie doch wirklich nichts dafür. Um das Monster kümmern wir uns schon. Ihr könnt euch ja in der Zwischenzeit mit dem Container vergnügen. Das ist ein Viech. Hilfe! Bam Bam ist zu jung zum Sterben. Hey, geht's noch? Oh Mann, dann geben wir dem Monster mal auf die Mütze. Es ist ein Viech. Auf welchem Level kann das schon sein? Wir hätten diese Quest schon viel früher anfangen können. Ja, 25. Oh, sorry, dass du sterben musst, aber es ist halt, wie es ist. Bams! So. Fertig. Da haben wir es. Die Klappe ist entriegelt. Jetzt kommen wir in den Inhalt. Für Ex-Instandsetzungseinheitler ist nichts unmöglich. Waren sie innen zurückgekommen? Was mag da wohl drin sein? Ich würde mich ja am meisten über etwas Essbares freuen. Container voller Leckerwürste. Windarmreif, Kriegerschutzhemd, Eisenstirnband und Soldatenring. Liebesring und Edelstein. Was ist das? Keine Leckerwürste. Oho, diese Sachen könnten in künftigen Kämpfen sehr hilfreich sein. Ja, wir sind raus. Wie jetzt, ihr seid raus? Man weiß doch nie, ob man was mal braucht. Ob man sowas mal braucht. Was ist denn heute los, ey? Vorhin auch schon. Naja, aber wir kämpfen halt nicht. Stibimt, wenn nicht essbar, dann nicht brauchbar. Ihr könnt das Zeug gern haben. Seht es als Lohn, weil ihr uns geholfen habt. Na, da sagen wir natürlich nicht nein. Wäre ja Verschwendung, den Kram hier verkommen zu lassen. Gut, freut mich, wenn ihr damit anfangen könnt. Ja, freut Bam Bam auch. Bitte gerne nehmen und kämpfen. Also dann, Bam Bam, unsere Reise kann weitergehen. Auf geht, Partner. Die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Eben haben sie noch gezankt und jetzt sind sie wieder beste Freunde. Ja. Quest abgeschlossen. Angst vor dem Unbekannten. Oh, so that's how they're doing. Gut. Alter, Level 56, aber ein seltener. Ach, wenn du mich nicht platt machen würdest, ne? Okay, Harmoniestufe gestiegen, Harmonie 4. Gut, bin ich super. Karte. Wo ist nächstes Fragezeichen? Da nix. Da auch nix. Da ist Fragezeichen. Da komme ich da auch hin. Ja, super. Na dann, weiter geht's. Ich habe gesagt, wir machen das diese Folge, dann machen wir das diese Folge. Das war in diese Richtung. Ja, so viel zu, ich komme da hin. Lass das unten drunter, ist eine Höhle unter mir. Warte mal. Das könnte sogar sein. Geronimo! Oh, Felsen! Oh, das war knapp. Scheiße, war das knapp gerade. Okay.
Wo ist denn das zum Teufel? Kann man da noch weiter nach oben irgendwie? Hier durch vielleicht? Dann da? Nein. Gucken wir mal. Wenn wir werden es schon finden. Hoffe ich. Wenn nicht, wäre das blöd, aber... Falsche Richtung. Ich kann's ja nicht ändern, nicht? Und solche Folgen muss es dann auch mal geben bei so einem Spiel. Das ist Privatspiel, bin jetzt schon dreimal durch wahrscheinlich. Ey, cool, danke schön. Danke fürs Ausbuddeln. Ich schick dir das Geld zu, wenn ich's verkauft hab. Hey, das ist wieder voll. Komm. Bam, bam, bam. 51 und bam. 52. Sehr gut. Truthahn-Gewürze. Ich bin gespannt, ob wir von hier aus dann dahin kommen, wo ich hin will. Hab da noch so meine leisen Zweifel, aber. Wer weiß das schon, ne? Der buddelt auch irgendwas aus für uns. Sehr schön. Danke. So. Ach, jetzt sind wir hier. Richtig. Wir haben uns ja nicht an das Vieh da hinten dran getraut, weil wir damals noch nicht stark genug waren. Hey, check it out. Was? Ach, hier kann man hoch. Siehste mal. Und ja, ich lasse die Container aus, weil ganz ehrlich, wir brauchen ihn sowieso nicht. Also Karotte, die will ich haben. Oder eine Paprika. This is something decent, right? Ein Saftbrokkoli. Ein Brokkoli, der an der Felswand wächst. Na klar. Oh Gott. Das geht frei weit in Luft, ne? Sag's ja bloß. Bin mal gespannt. Ich glaube, wir sind schon im Fragezeichengebiet. Es gab ja tatsächlich einen Glitch, womit man einen Boss früher besiegen konnte, einen Superboss. Und damit einen Teleportpunkt freischalten konnte, mit dem man dann in Late-Game-Areas gekommen ist. Der wurde aber rausgepatcht. Ich weiß, in der Definitive Edition von Chronicles 1 gab oder gibt es einen Mega-Glitch. Ganz am Anfang, da kann man dann in Late-Game-Areas gehen und sich direkt richtig hochleveln. Cliff der Pioniere, Geheimpunkt entdeckt! Geil. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Das ist nur dieses Stück Felsen. Ansonsten ist hier oben gar nichts. Ich meine, die Aussicht ist geil. Versteht mich nicht falsch. Das ist schon... Allerhallermarsch. Das ist cool. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Auf der Suche nach Fragezeichen... Auf der Suche nach Fragezeichen... Gibt's hier auch noch ein paar. Ich weiß... Karte da wollte ich hin. Das ist nicht das gewesen. Wo ist dieses Fragezeichen? Hä? Gotta keep nice and limber. Ja, da gehen wir drauf, wenn wir da runterspringen. Das hat keinen Sinn. Aber wo ist dieses verdammte Fragezeichen? Das muss mir mal jemand erklären. Hui, ich fliege! Bin wieder dran. So. Ich mach das nicht zum ersten Mal, ich kann das. Oh, ja, komm hin. Aber aus diesem Fragezeichen wäre ich nicht schlau. Dabei bleibe ich. Ja, da will ich vielleicht... doch nicht unbedingt hin. Ich lasse nicht von hier. Hui! Jupp. So. Wie gesagt, nicht mein erstes Rodeo. Wo war jetzt der Leichnam? Ach da.
Ein einzigartiges kleines Viech? Lel, den bringe ich nicht um. Nö, weigere ich mich. Bring noch kein Baby um. Da ist das Fragezeichen. Toll. Level 40 Gegner. Ist das eigentlich euer Scheiß Ernst? Okay, also merken, das ist falscher Knopf. Das ist schon da, wo wir gerade waren. Aber nicht von dem Punkt aus anscheinend. Auf jeden Fall ist das noch zu hoch für uns. Das ist ein bisschen scheiße. Das ist ein bisschen scheiße. Hier ist noch was. Und wie kommen wir denn da hin? Von hier vielleicht, ne? Dieses Steintor. Da ist noch was. Kommt man davon? Da weiß ich ja gar nicht, wie man da hinkommt. Überhaupt nicht. Vielleicht von hier? Das war das mit Level 40 Gegnern auch wieder, ne? Aber Standardgegner, das geht vielleicht. Diese Elite und Einzigartigen auf den Leveln, da traue ich mich noch nicht ran. Aber so normale Gegner könnten wir unter Umständen vielleicht kaputt kriegen. Ich meine, wir werden es mal ausprobieren. Das ist jetzt ein Feldversuch. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Bam! So. Wenn ich dich kaputt kriege, ohne dabei zu böse aufs Maul zu kriegen. Und das sieht ganz gut aus, tatsächlich. Okay, Senna kriegt voll ein aufs Fressbrett. Wow! Also es geht, es ist nicht einfach, aber es geht. Wir könnten eventuell hier durchbrechen. Dann wiederum sind so viele Einzelgegner hier gerade unterwegs, die ich nicht einschätzen kann. Wir gehen doch zu dem anderen rüber. Feldversuch war erfolgreich gegen einen Gegner, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. Bin ich ehrlich? Weil dann gehen wir hier hinten zu dem Äther-Dings da, Bums, wo wir schon waren, wo umgedreht sind, warum auch immer. Es gibt's nicht, dass wir hier nichts. Der muss es doch irgendwie, da muss doch, da geht doch, da geht's doch bestimmt. Ah, hier sind wir wieder. Level 36. Bring it on, bitch! Komm her! Für euch habe ich keine Angst, die 36er. Mit der Elite lässt uns in Ruhe. Sehr schön. Aber ihr seht vielleicht gerade, warum ich nicht so vorgezogen hätte, gegen viele Gegner gleichzeitig zu kämpfen. Weil in der Gruppe sind die halt doch gefährlich. Komm, komm, gib mir, gib mir. Du wachst ja früh auf, liebe Kollege. Aber das hat mir 40-4 ist gute EP gegeben, ne? Ich mach's meine EP-Leiste, gucke. Das lohnt vielleicht das Offscreen mal ein bisschen zu farmen, das ist viel. Und Level 31 haben wir gleich. Ja, du hältst schon ein bisschen was aus, ich weiß, aber so schlimm ist es auch nicht. Atmet.
So. Du hast dich geheilt. Gewonnen. Sehr schön. 605 EP. Geil. Okay. Jetzt gucken wir doch mal, warum wir da nicht weitergegangen sind das letzte Mal. Kamen wir nicht weiter? Oder? Ach ja, wegen dem Fisch. Wegen Fischkopf. Genau. Weil der ja so Patrouille fliegt da hinten. Da haben wir uns nicht getraut. Weil die sind dann doch ein bisschen sehr stark für uns. Für 56. Finde ich nicht witzig. Oh, das ist eine Höhle. Ah, diese Greifensitz, okay. Diese Bauernspins sind leider böse gefährlich, weil die immer angreifen, auch wenn sie viel zu schwach sind für einen. Die haben einfach keinen, die sehen keinen Sinn im Leben. Die wollen halt einfach sterben. Skorpione. Die wollen halt einfach sterben. So. Was gibt's denn hier drin so Feines? Raubs. Die Milieu-Rätselgrotte. Hallo Raub. Wir sind ja Freunde, wir tun uns nichts. Ich mag Raubs. Raubs sind schön. Was, du greifst nicht an? Was ist das denn? Seltsame Geräte. Manche Türen sind mit seltsamen Geräten versehen und öffnen sich nur, wenn du die darin enthaltene Rätselvorrichtung lösen kannst. Nutze L und E, um das linke und rechte Auge der Vorrichtung zu drehen. Ziel des Rätsels ist es, dass in jedem grünen Kreis eine rote Scheibe landet. Was? Toll. Ich bin gut in Minigames. Fertig! Was? Let me just fix this. Okay, wir haben das geschafft. Und was haben wir jetzt gewonnen? Spinnen. Unser Preis sind Spinnen. Ich möchte mich übergeben. Dankeschön. Toll, ey. Aber ich meine, cool, dass wir was entdecken. Dass wir da. Okay. Das sind zwei Elite-Spins. In der Höhle. Und wir müssen sie besiegen. Okay. Das ist eine Art Dungeon anscheinend. Ja, das ist ein Zelda-Dungeon. Oh, cool. Na dann. Was uns Breath of the Wild nicht gibt, gibt uns Chronicles 3. Dann kommt her und sterbt, wie die Spinnen, die ihr seid. Das war voll die Beleidigung gerade, ne? Sterbt wie die Spinnen, die ihr seid. Bam! So, ich hasse Spinnen. Und zwar à la Couleur. Braucht die Viecher nicht. Bams! Elite bezwungen! Das reicht nicht auf Level 31. Und nochmal, Big Bams! So! Oh, der macht Brand, ist aber nicht nett. Und Bams! Level 31 für alle bis auf Rico und Manana. Geil! Geht weiter. Mal sehen, wer der Boss von dem Dungeon ist. Pentelas. Da wollen wir gar nicht hin. Glücksgegner. Raubs. Gibt es wieder mehrere Wege? Ja, gibt es. Okay, scheiße. Das ist nicht gut. Dann gibt es mit Sicherheit auch zwei Gefängnisse, in die wir reinlaufen können. Es ist Einladen für eine Falle. Oh, nicht mal. Okay. Es sollte eine Falle sein, aber für schwächere Leute. Ja, sorry, wir spielen das Spiel halt richtig, deswegen sind wir gut gelevelt. I'm so sorry. Tschüss. Die bringen uns halt nichts, ne? Die sind halt zu schwach für uns.
Wir müssen uns wirklich mit Gegnern rumplagen, die auf unserem Level sind oder maximal zwei drunter. Und dann alles, was drüber ist. Solange, wie wir es packen können. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hier gerade hinlaufe, ne? Wir sind irgendwo unter der Map. Ah! Ein weiteres Tor. Ding. Ei, gute. Zip. Rätselspaß mit Schraubsen. Cap of Thinkings. Orden. War jetzt nicht so schwer. Muss hier nur merken, wie rum die Dinger sich drehen. Und schon hast du es geschafft. So, Dungeon complete, würde ich mal behaupten. Und wir landen dafür im Bossroom? Garten des Weisen. Ah, ne, hier geht's zum Fragezeichen. Das ist doch ein Bossroom, ist mal im Ernst. Guckt das mal an. Hier ist doch später ein Superboss. Oder ein legendäres Pokémon. Oder so. Allein die Atmosphäre. Was war das? Allein die Atmosphäre hier. Hier schreit alles nach Boss und hier ist nichts. Und was war das gerade für ein Hakler? Warum ist hier kein Boss? Hallo? Hier ist ein Boss. Tür. Au! Domizil des Weisen. Sikuku, bitte zuerst mit Chefin Bubuddel sprechen. Sikuku ist nur bescheidener oberster Sekretär. Okay. Nu, Typ dort drüben, bitte Gedanken äußern. Na, was? Worum geht's? Freunde sind doch in Genuss von Meisterwerken von Bubuddel gekommen. Müssen darum jetzt sagen, wie fanden. Mit Meisterwerken meinst du diese riesigen Rätselmaschinen, die Türen auf dem Weg hierher geöffnet haben? So ist also, haben Freunde genossen? Hast du sie gebaut, damit Leute Spaß haben? Exakt dafür hat Bubuddel gemacht. Bubuddel will, dass Leute auf ganzer Welt in Genuss kommen von aufregenden Momenten voller Entzücken. Ja, als aufregend könnte man das wohl auch bezeichnen, schätze ich. Aufregung ist der wichtigste Aspekt. Aber Bubuddel weiß, von Freunden erlebte Methode ist noch nicht zufriedenstellend. Bubuddel wird Kitzelnervfreunden noch mehr spannende Erfahrungen erschaffen. Oh, echt? Bubuddel hat Nopon-Münzen überall auf Welt versteckt. Bubuddel will, dass Freunde losstiefen, um Münzen zurückzuholen. Posaunt sogar Hinweis auf Verstecke raus. Befinden sich alle an äußerst aufregenden Orten. Bubuddel hat natürlich auch Belohnung für Finder vorbereitet. Zuerst sollten Freunde 15 Nopon-Münzen anstellen. Haha, mal locker. Und bitte hinter Ohren schreiben, Bubuddel will silberne Münzen. Alter, ihr habt keine Ahnung, wie viele silberne Münzen. Ja, ganzen Sack voll silberne Münzen. Ich weiß nicht, wie viele Münzen habe ich. Items. Wo sehe ich denn die jetzt? Hier? Da, Silbermünze. Ich habe 99 Silbermünzen. 99! Ich sag's ja bloß. Ohoho, Freunde haben schon Münzen gefunden. Gerade sind Flügel von Bubuddel super schmuddelig. Nopon-Münzen würden bei Anfassen mit Sand bedreckt. Bitte Nopon-Münzen einfach Sikuku geben. Sikuku wird Freunde fürstlich belohnen. Chefin Bubuddel hat Sikuku auf neuesten Stand gebracht. Sikuku übernimmt als oberster Sekretär alle Nopon-Münz-Annahmepflichten von vielbeschäftigter Chefin. Freunde wissen ja sicher, gibt silberne und goldene Nopon-Münzen. Freunde können Nopon-Münzen gegen Belohnungen einlösen. Sikuku hat auch schon Belohnungen vorbereitet, also wenn soweit, dann bitte Bescheid geben. Bubuddel ist Schöpfer von vielen Werken überall auf der Welt. Oh, also diese riesigen Maschinen, an denen wir beigekommen sind, es gibt noch mehr davon? Richtiglich! Cool, mag ich. Ich fände das lustig. Bitte alle Meisterwerke ausprobieren, welche Freunde finden. Ja, es wird lustig, das zu finden. Okay, hi. Hier sind wählbare Belohnungen. Tauschen. Im Wasser werden Techniken um 25% schneller aufgeladen. Geil. Was ist das? Bei erfolgreichem Block wird eine zufällige Technik um 10% aufgeladen. Das sind goldene, da haben wir 33 von. Beim Start der Angriffskette steigen die TP um 10. Ist auch geil. 100%ige Chance, tödlichen Treffer mit 1 KP plus 5 Sekunden Unbesiegbarkeit zu überleben. Nicht leisten. Auch Nicht-Heiler können Mitschreitern aushelfen.
Was haben wir hier? Barmherzigkeitsring. Heiltechniken werden um 25% schneller aufgeladen, wenn ein Mitschreiter der kritische KP hat. Okay. Kampfstirnband. 10%ige Chance, Kraftaufladung auszulösen, wenn einem feindlicher Angriff ausgeführt wird. Cool. Je mehr Mitschreiter kampfunfähig sind, desto schneller das Aufhelfen. Glasspeicher. Bei Autoangrifftreffern reduziert die Wut der Charakteraufsichtskurve um 5%. Nicht wirklich viel. Vergrößert den Wirkungsbereich vielleicht um 50%. Nopfhandband sind offline zu behalten. Das ist alles sicherlich ganz geil, wenn man es mit anderen Items kombinieren kann. So allein ist es leider nicht so toll. Also sorry. Freunde wollen nichts eintauschen? Im Moment nicht. Wenn Freunde nur müssen. Ja. Achso, ich muss wegen der Quest. Okay, dann hole ich mir halt irgendwas Billiges gerade. Nein! Ah. Ich wollte jetzt die Kuckuck reden. Da. Dann gib mir halt eine Muschelkette. Danke. Was? Die Kuckuck größtes Vergnügen. Chefin Bubuttel ist überglücklich, seitdem Freunde gekommen sind. Bevor Freunde gehen, bitte bei Chefin vorbeigucken. Oho, haben Freunde spannende Abenteuer da draußen erlebt? Könnte man so sagen. Ohoho, Bubuttel freut zu hören. Bubuttel erinnert einen Kitzelnerv von erstem Mal, als Bubuttel Nopalmünze gefunden hat. Hat tagelang gegrinst. Bubuttel will Freunden solche Freude weitergeben. Bubuttel hat mehr Nopalmünzen versteckt, als Freunde vorstellen können. Ja, das fürchte ich auch fast. Freunde müssen ganz Aionios mit viel Aufregung durchsuchen. Natürlich werden Freunde dafür weiterhin belohnt. Was für Belohnungen wollen Freunde wissen? Sikuku wird Antwort nennen. Jetzt bitte abhauen, um noch mehr spannenden Spaß zu haben. Ja, ich liebe nur Pons. Und wir kriegen sogar 4 Silbermünzen für diese Quest. Dann hat uns das unnütze Item ja auch nur 6 gekostet. Wir sind trotzdem nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Also schon, ja, Fragezeichen, aber da muss doch noch mehr geben in die Richtung. Oder? Nochmal Karte des Zielgebiets. Achso, das ist ja hier, das ist ja die falsche Karte. Mann, ich hasse das. So, Fabian in Übersicht. Wir sind hier und wir wollten hier oben. Da sind wir hier gewesen und da sind wir in der Höhle rein. Aber da ist noch wesentlich mehr. Da auch noch ein Fragezeichen da hinten. Wir könnten aber auch von hier hinkommen. Vom Menhir von Galhur. Ja, ja, klar. Sprachfehler oder so. Gut, dann gehen wir mal hier weiter und gucken uns hier noch ein bisschen um. Am Greifensitz. Nicht schwanig. Nicht? In der Höhle waren wir jetzt schon, dann gehen wir an der Höhle vorbei. Hier gibt es ja noch mehr. Auf welchem Level ist denn hier alles so? Ist jetzt noch wenig bis gar nicht spannend hier unten. Aha! Achtung. Ja, ich weiß, ich weiß. Adlerschwinge. Ihr boxt euch noch ein bisschen. Welchen Level seid ihr alle? 580 Bonus-EP gibt es, denen ihr helfe. Ajo, warum nicht, ne? Ich helfe euch mal kurz, den hab ich gerade anvisiert, ich weiß es gar nicht, hier den da oder was. Den hab ich schon anvisiert. Ay, dich hab ich schon anvisiert. Ay, gute. Das ist ein Verteidiger. Wir haben noch einen Heiler dabei. Scheiße. Okay, die geht schon auf Synchro. Das halte ich für ein bisschen übertrieben, aber gut. Gewonnen! Und das hat gute EP gegeben. Sehr gut. Dann holen wir uns doch mal eben das andere Ding da noch. Oh, was ist denn da hinten? Das sieht auch interessant aus. Will ich mir auch angucken. Du Fisch, lässt mich in Ruhe, okay? Dann mache ich Fischstäbchen aus dir.
Naja, gut, vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber irgendwann. Wüsten-Cheronis. Was? Aha. Gute. Himmelskrokovodra. Soll ich, glaube ich, töten. Du hast hier, glaube ich, nichts zu suchen. An dem Cheronis-Wrack. Zehn Gegner. Ja, wieder kommt ja eh hier. Komm her. Oh nee, wir sind jetzt kaputt. Was? Oh nee. Okay, der Große hat ihn noch nicht entdeckt. Das ist gut. Der Große chillt noch sein Leben. Na, what? Holy fuck! Was war das gerade? Ach, der ist blau. Das ist ein Elite. Deswegen. Du Kackvogel. Du hässliches Mistvieh, du Elendes. Brauch mehr Synchro! Meine Synchro-Stufe geht nicht hoch, noch jetzt, okay, Stufe 2. Jams! Boah, seid ihr riesig, die komischen Viecher, ne? Gewonnen! Sehr gut! Alter! Das ist noch so ein Elite-Viech. Das sollten wir vielleicht zuerst platt machen, bevor wir die anderen alle triggern. Holy fuckeroni. Komm her, Viech. Wir wollen erst gegen dich kämpfen, dann gegen den Rest. Ein Dragia-Krokodil, okay. Na, damn, so. Okay, Juni hat Probleme. Okay, läuft aber gut. Au! Das tut doch weh, Kollege. Bist du doof? Brauchen keine Synchro, wir besiegen ihn doch so. Alles klar, bezwungen. Wir nähern uns Level 32. Sehr gut. Okay. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Der darf noch. Das sind aber normale, das ist nicht so schlimm. Au! So, besiegt. Nein, Noah! Und ich auch! Oh, fuck!
friends must not overdo. Let's do it, Kion. What do you do? Appreciate it. Kion, break! Schaffst du das, Senna? Alleine? Das ist so dumm, dass man keine wiederbeleben kann, wenn die Heiler kaputt sind, ne? Wieso haben wir mich auf einmal so schnell kaputt? Boah, ich würde es dir so gönnen, wenn du es schaffst, Senna. Du machst das so gut. Du schlägst dich so fantastisch gerade. Und er trifft dich auch gerade nicht. Das ist sehr gut. Na, was? Und es sind die alle wieder nicht besiegt. Natürlich. Klar. Alter, was für eine beschissene Scheiße ist das denn? Haben wir die EP wenigstens behalten? Ja, ne? Aber what the fuck, was war das bitte für ein Blödsinn gerade? Wieso sind wir auf einmal alle gestorben? Und jetzt leben die beiden Elite-Gegner auch wieder? Das ist ja mal richtig verarsche. Das ist ja mal richtig verarsche, ey. Weil das ja auch so leicht war, schon gegen die anderen Viecher. Jetzt müssen die auch wieder leben, natürlich. Why not? Machen wir jetzt zuerst den Elite platt. Siehst du es nicht ein, mich in den Elite erst später rumzuschlagen. Wo die Elite müssen zuerst sterben, die kleineren sind nicht ganz so schlimm, wenn sie nicht gerade alle auf einmal spawnen. Und dann kannst du Viecher eigentlich auch mal irgendwo stehen bleiben, wo ich dich erwischen kann, du Arsch. Hallo? 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 Hey, du Arschloch! Ey! Arschloch! Der will nicht! Ich hab keinen Bock, dass da jemand anderen... Ah, oh, toll! Bei meinem Glück triggere ich jetzt beide Elites auf einmal. Ich hab's gewusst, ich hab noch einen getriggert. Ah, normales Vogelfiech, okay. Okay, jetzt bringt erstmal alle wieder. Sorry.
Hau ab, du blödes Ledertaschenviech! Ich kann dich nicht heilen! Ah! Hau ab! Oh Gott. Leck mich am Arsch, ey. Jetzt spawnt er mir einfach in den Rücken, wisst ihr? Okay, wisst ihr was, wie das hier weitergeht, dieser Schlacht am Berg? Das hier im nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein. Ich sehe gerade, wir haben die Folge eh schon wieder deutlich überzogen. Das war nicht mein Plan. Aber das ist echt böse hart hier oben. Ob wir diesen Feronis noch bereinigen werden, ob wir das Gebiet sichern werden und wie oft wir noch drauf gehen, werden wir sehen. Es ist gutes Training, es sind EP, das muss man dazu sagen. Aber ich möchte es dann doch ganz gerne jetzt schaffen. In dem Sinne, Leute, bis zur nächsten Folge. Euer Schraubsel. Macht's nicht gut, macht's besser. Und wisst ihr, Daumen hoch, Abo und so weiter. Tschüss.